habe ich gerade gesagt, ich müsste noch mal auf die Karte schauen. Hier, das da oben ist kein Gipfelkreuz, sondern da haben wir noch mal die verschiedenen Wanderrouten aufgezeigt. Sehr schön. Hier, wie gesagt, also das erkennt man noch nicht. Schauen wir mal, wo sind denn hier Bahnhöfe angezeigt? Gibt es da noch was auf dem X? Pforzheim, 132 Kilometer. Das ist ein bisschen viel. Bushaltestelle, das ist scheiße. Sag mal hier, Oberramstadt, da komme ich ja her. Das waren 22 Kilometer. Da war ein Bahnhof, das ist schon klar. Frankfurt, Mainufer, 87 Kilometer. Bensheim, na klar, Bensheim ist gut. 7,4 Kilometer, das ist mir aber zu wenig. Alter, gibt es hier noch irgendwas Vernünftiges? Erbach, 23,4, bingo. Das wäre jetzt mal ein neuer Weg. Soll ich es wagen? Ich meine, bei diesem reichen Bach, ah ne, da komme ich ja her, scheiße. Verdammt nochmal, wie machen wir es denn? Ach. Schloss Erbach, 23 Kilometer. Ich meine, 23 Kilometer, das sind schon 5 Stunden noch. Ne? Jetzt haben wir 17 Uhr plus 5. Das wären 22, ist zu lang. Scheiße. Ne, dann machen wir es so. Dann gehe ich jetzt nach, wo haben wir es jetzt wieder? Pforzheim war es nicht. Bensheim, ja. Dann gehen wir jetzt nach Bensheim. Also brechen jetzt hier an dieser Stelle traurigerweise diese Etappe ab, was den Europaweg betrifft, gehen dann auf diesen grünen Diamantenweg, keine Ahnung, was das für einer ist, gehen halt nach Bensheim. Das ist doof, weil das ist auch ein Stück wieder zurück, oder? Ah nee, das ist da vorne, da bin ich nicht hergekommen. Okay, sehr gut, dann jetzt diese Kilometer nach Bensheim. Da gibt es ja auf jeden Fall den Bahnhof und dann kann man ja immer noch schauen, ob man dann da unten so auf diesen Blütenweg oder so. Der ist ja relativ gechillt. Da kommst du eigentlich schnell voran, dass man dann vielleicht, ich weiß nicht, wie weit es von Bensheim nach Heppenheim ist, aber halt die nächste Bahnstation von Heppenheim südwärts halt, ne? Von Bensheim südwärts, ne? Jo, gucken wir mal.